Torwartfreunde, Torhüter, Torhüterinnen, Torwarttrainer, Torwartbegeisterte. Hallo Fabi. Hallo Freddy. Hi. Heute eine andere Übung. Ja, wir wollen heute mal so torwarttypische Techniken mit dem Fuß durchgehen. Ja, und sie natürlich am Ende mit Grundtechniken wieder verbinden. Das kann man zu Hause im Wettkampf nachher spielen, muss man nicht. Man kann sich selbst da ausprobieren, wie man möchte. Im Grunde geht es um Folgendes. Und zwar, wir möchten uns als Torhüter gerade mit dem Fuß extrem verbessern. Ja? Torhüter sollen viel mitspielen. Also brauchen wir natürlich viele Pässe. Wir haben viele Passaktionen. Wir müssen Spiele oder das Spiel schnell verlagern können. Wir müssen auch Gegnerdruck entschärfen können. Ein Stürmer, der anläuft und presst und. Vieles spielt da rein. Was wir eigentlich brauchen als Torhüter, sind nicht nur die ersten Kontakte, ja, sondern wir brauchen vor allem viel Ball an- und Mitnahme. Mit Sohlen, mit Schussfinden, in Kombination mit Standtricks und. Also ein Haufen Zeug, das wir hier brauchen. Und natürlich das Anspiel zum nächsten Partner. Das auch nicht fehlen. In dieser Übung, kleines Hütchen Dreieck, sind in etwa nicht ganz 2 Meter die Abstände, so 1,5 Meter würde ich sagen. Das reicht uns schon, können auch wieder Toilettenpapierrollen sein, wie auch immer. Wir brauchen allerdings wirklich einen Zuspieler. Wenn jetzt gerade keiner Zeit hat, Pause drücken, später probieren. Ja? Wenn der Papa von der Arbeit kommt und Zeit hat. So, also, es geht los. Erste Runde, euer Anspieler hat den Ball. Ihr steht in diesem Hütchentor. Ja? So, wir kriegen den ersten Ball hier rausgespielt und nehmen den Ball mal nach hinten mit einer Schussfinte mit. Eingesprungen und direkt. Nochmal. Also, tut so, als würdet ihr den Ball nach da wegschießen. Hopp, springt nach oben und der Kontakt ist hinter das Standbein mit der Innenseite. Jetzt gehst du darüber, Fabian. Und ich dribbel nach oben auf dieses Wendehütchen. Sieh dann, wende ich hier oben. Die ist für einen Torhüter nicht zwingend notwendig, macht aber mega Spaß, finde ich. So, also Anspiel auf links. Ich greife einmal runter auf mein Hütchen, an dem ich gewendet habe. So, hopp. Und gehe gleich mal in diesen Ball mit rein. Das könnte jetzt auch ein anderer Ball sein. Wir nehmen jetzt einfach mal den Ball, der, finde ich, immer am meisten Spaß macht. So, den Ball raus, werfen, aufkommen. Position und halbhoher Ball und fertig. Okay, so diese Kombination geht eigentlich immer recht flüssig. Flacher Ball auf hoher Ball, schön übers Knie. Wir hatten eine Wendetechnik, eine Mitnahmetechnik und ein Passspiel auch noch mit dabei. Also schöner geht es eigentlich gar nicht. Ja? So, ausprobieren, los geht's. Hopp, da spielen, Schuss antäuschen, Schussfinte, schieben. So, Zidane-Wende nach vorne, weg, runter, hopp. Erster Ball nach oben und zweiter Ball. Ja? Genau. Und nächster. Nochmal probieren. Hep. Schuss antäuschen. Schieben. Zidane-Wende. 1, 2, 3. Spielen. Jetzt. Runtergreifen. Fuß setzen. Und nicht ganz so weit werfen, dass wir auch nach vorne kommen. Mhm. Ja? Schaut mal, dass ihr für einen Trainingspartner, dass der natürlich nicht am Hut vorbei wirft, sondern dass der immer eher gerade wirft. Ja, wir wollen die Bewegung nach vorne, aber seitlich landen. Ein Torhüter geht immer nach vorne und fliegt jetzt nicht unbedingt lieber seitlich, sondern jede Bewegung startet erstmal nach vorne. Auch bei langen Bällen ist die Bewegung eigentlich immer frontal. Ja? Wir landen bloß seitlich. Genau. Variante. Stopp. Genau. Variante. Wir können das Ganze auch anders machen. Und zwar, wir kriegen jetzt das Anspiel mal hier rein, ja, in dieses Hütchen. Ich lenke den Ball dann mit dem rechten Fuß nach oben, hole ihn mir dann mit der Sohle zurück. Mhm. Wende hier unten auch mit der Sohle. Sohlenwende. Spiel dich wieder an. Diesmal gehe ich dann aber im Seits darüber zu dem Hütchen und kriegt dann diese Variante flach, halb hoch auf meine rechte Seite. Okay? Also es geht los. Anspiel, lenken, Sohle. Mitnehmen, ja? Sohlenwende, spielen. Linke Seite weg. Über die rechte Seite komme ich nach unten. Ja, also wir erklären immer, ein bisschen schwierig das dann rund zu machen. Und zweiter. Hopp, genau. So.
und das Ganze nochmal. Hopp, so, lenken, Sohle schieben, Sohle spielen. Linke Seite und erster Mal und der zweite Mal. Hopp, hopp. Ja? Wem das ein bisschen zu langweilig ist, der kann auch, leg mal den Ball auf den Boden, erst mit links lenken. So, links lenken, hopp, wieder spielen, hopp, rechts lenken, rechts und in den Aufbau. Oder wir machen das Ganze doppelt, links lenken, Sohle spielen, links lenken, Sohle spielen, rechts lenken, weg, wie ihr wollt. Wir machen es mal, die letzte Variante, die ich gesagt habe, so, links lenken, Sohle spielen, wieder, hopp, links lenken, Sohle spielen, jetzt rechts, hopp, rechts lenken, Sohle schiebe, Sohle weg, hoppala. Einmal und hopp, erster und zweiter. Okay? Mhm. Gut. Sehr gut. Letzte Übung. Wir tauschen mal. Ja. In der letzten Übung geht es darum, es ist so ein kleines Doppelpassspielchen. Ja? Das heißt, überall an diesen Hütchen werden Doppelpässe gespielt und wir verbinden die Doppelpässe mit Ballan- und Mitnahme. Die direkt sind. Ja? Wir hören viel im Fußball über erste Kontakte. Die können aber auch alle unterschiedlich sein. Das muss uns klar sein. Ja? Das heißt, nicht einfach den Ball nach vorne irgendwie stoppen, sondern es kann mit der Sohle Schussfinte, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, eben alles passieren. Und das kombinieren wir jetzt mit einem Doppelpass. Das heißt, ich spiele dich an, du lässt den Ball klatschen, ich spiele ihn da raus und du nimmst den Ball mit der rechten Fußsohle mit in diese Richtung. Ja? Anspiel kommt hier in die Mitte, welcher Fuß lässt klatschen, links oder rechts, welcher ist Gegner fern, der linke. Also Anspiel, klatschen, hier raus, Sohle mitnehmen, runter. Wendetrick, Sohle, spielen, weg, Sohle mitnehmen, in die Richtung, schiebe, nein, stopp, kein 10 Fußwechsel, sondern Sohle und dann Schiebekontakt, rechter Fuß, schieben, Schussfinte, links, hopp, spielen, Doppelpass ums Hütchen rum, das war schlecht von mir. Ja. Ja, also Doppelpass darum. Sohle, nein. Hier die Sohle. Okay. Ja, Sohle wieder. Sohle, spielen. Und dann kriegst du den ersten Ball zum Aufnehmen. Mhm. Also flacher Ball, aufnehmen. Zum Aufnehmen oder? Genau, mit am Boden. Okay. Ja. Und dann gehen wir nach oben, werfen den Ball raus und kriegen den hier nochmal nach. Okay? Okay. Genau. Hände hier oben. Ja. Anfangen. So. Genau. Gecheckt. Ich hoffe, ihr auch zu Hause. Und dann können wir loslegen. Also, erster Ball. Klatschen, Hopp-Doppel und nimm ihn mit. Genau. Wendetrick. Einmal. So, spielen. Hopp-Doppel. Sohle weg. Schieben. Schussfinte links. Sehr gut. Doppel und Sohle weg. Genau. Spielen. Fertig machen. Erster Ball. Hopp. Sehr stark. Kugel raus. Zweiter. Genau. Gecheckt? Yep. Wunderbar. Und wir nehmen die nächste Runde. Könnt natürlich auch die Linksfüße andersrum aufbauen. Ja? Und alles mit linken Sohlen. Oder ihr baut nachher auch die Rechtsfüße mal andersrum auf. Das geht natürlich auch. Besten ist, man trainiert beide Seiten. Also links klatschen. Hopp, doppel. Ups, Sohle weg. Gut. Nochmal. Machen wir nochmal schlecht von mir. Also hopp, klatschen. Doppel. Sohle weg. Jawohl. Sohle. Spielen. Doppel. Hopp. Und weg geht's, Schuss, Finte und spielen. Erster, hopp, jawohl, sehr gut. Und der zweite, jawohl, sehr gut. Gut gemacht. Und einen haben wir noch. Packen wir noch einen? Auf jeden Fall. Okay, und los geht's. Hopp, klatsch, hopp, Sohle, schieben. Partner kommt mit, spielen, doppel, Sohle, schieben, Schussfinte, einmal fertig machen. Hopp, eins und der zweite Ball. Hopp, zacka. Gut. Kurze, knackige Einheit. Viel Inhalt. Viel zum Ausprobieren, viel zum Üben. Und es ist nicht nur ganz schön anstrengend mit der Zeit, sondern ich finde, die Übung macht richtig, richtig Spaß. Probiert es aus, probiert so viele Finden und Mitnahmen, wie ihr kennt. Ja, die richtigen sind vor allem entscheidend. Also Sohlen wenden, Schuss finden, stoppen, Standtrick in Kombination, das geht auch noch. Nehmt die Grundtechniken, fangen zentral halb hoch, fangen oder aufnehmen zentral flach
und die seitlichen Bälle halb hoch und flach alle mit. Ihr könnt auch vielleicht irgendwo eine Flanke mit einbauen. Jedenfalls die Bewegung. Wie gesagt, Kreativität sind hier wieder keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben. Viel Spaß. Wir üben noch ein bisschen weiter gleich. Wir gehen ein Schluckchen trinken und dann üben wir noch ein bisschen. Und ihr übt auch. Alles klar. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bald wieder fürs nächste Torwarttraining. Macht's gut und ciao. Bis bald. Ciao.